Oh, hey Johnny, wie stehst du zu goldigem, sich drehenden Nintendo? Zumindest vermittelt es mal einen etwas qualitativ hochwertigeren Crab Racer. Wir spielen Mario Kart 64 heute, weil wir wollten einen besseren Kart Racer spielen. Wir haben gerade eben Buttery Martians hinter uns und wir dachten uns, Mann, dieser Titelbildschirm ist für ganze 3 Sekunden da bevor. Was, warum geht das jetzt alles los? Schau mal, pass auf. Titelbildschirm, bis jetzt die Demo losgeht, okay? Ja. Oh Mann, jetzt erzähle ich ein bisschen, was ich hier gerade vorhab zu machen. Und das Spiel sagt sich, hey, dafür haben wir keine Zeit. Zeit ist Geld. Denn es brennt doch in deinem Bildschirm ein, wenn wir das so belassen. Gott, fucking Mario Kart 64. Ich habe dieses Hä, und Spiel. jetzt hast du was gedrückt? Ja, jetzt habe ich wieder was gedrückt. Okay. Weil ich dachte, jetzt kommt immer direkt wieder dieses Nintendo-Logo nach 2 Sekunden Gameplay. Mir wird gerade was bewusst. Ich glaube, es ist mindestens 10 Jahre her, dass ich das letzte Mario Kart 64 gespielt habe. Und das Spiel ist 20 Jahre alt. Warum Ich habe 100? tatsächlich Mario Kart 64, also 10 Jahre ist es bei mir nicht her, weil ich es bestimmt irgendwann mal auf irgendeinem Emulator gespielt habe. Aber ich habe es nie wirklich intensiv gespielt. Ich habe immer nur bei einem Kumpel N64-Spiele gekannt. Und ja, mein erstes Mario Kart war Double Dash. Deswegen erzähl mir ein bisschen was darüber. Klar, ich erstmal, welchen Fahrer willst du wählen? Ich weiß, wen ich nehmen werde. Ich werde Luigi nehmen. Zum einen würdest du. Ich spiele alleine. Er ist ja Ich kein anderer würde Modus. Luigi nehmen dann halt. Also zum einen könnte man Toad natürlich nehmen, welcher eine interessante Stimme hat, aber ich bin einfach für Donkey Kong einfach aus dem Grund Ach von. ja. Ja, er hatte Schorsch, ich glaube, noch. sie sind uns draufgekommen. Er hatte damals noch eine etwas andere Stimme und ich denke, die ist sehr unterhaltsam. Okay, fangen wir mit dem Mushroom Cup an. Okay. Oh, da ist eine Kumu-Weide, oder? Mit Kumu-Weide dabei. kommt von hier, ja. Und da rechts an der Kumu ist Seite das siehst du die Beste. Plakate mit Luigis und so. Im Wario Stadium war das, glaube ich, bei der Strecke sind dann im japanischen Original so Parodien von Zigarettenmark und sowas dabei. Oh Gott, das spielt sich seltsam. Steht einfach nur Luigis am Rand. Das ist Luigi's Raceway. Oh Gott, warte, ich muss eventuell erst kurz reinkommen. Und wir boosten jetzt ein bisschen. Gott, Mario Kart 64 habe ich damals so viel gespielt. Es war so. Was war die? Ich halt gar nicht. Ich Wie lang muss geht der sagen, dieser Pilz? Sprung von Mario Kart 64 zu DS ist halt so, zu Double Dash ist so riesig. Ist Ja. so. Sie haben es einfach beim nächsten Mario Kart komplett übertrieben direkt. Grafisch meine ich jetzt. Da, was Gameplay angeht, da gibt es natürlich große Streitfragen, die wir hier nicht klären müssen. Aber grafisch ist es halt echt kein gutes N64-Spiel, meiner Meinung nach. Es Na, ist keine Grafikperle. Luigi, nein. Es macht bestimmt Spaß und es ist ein unglaublicher Klassiker. Vor allem der Wettkampfmodus, habe ich gehört, soll ziemlich gut sein. Der Multiplayer-Modus war. Nee, der war in Double wahrscheinlich am besten. Ich wollte gerade sagen, der war hier am besten, aber das stimmt nicht. Blockland war eine gute Stage dafür, auf jeden Ja, Fall. Blockfort ist auf jeden Fall, habe ich gehört, ist das Geile gewesen, dass immer, wenn man Grüne geschmissen hat, die sind nicht wirklich despawned. Erst ganz spät. Das heißt, Ich habe irgendwann war es nur absolut noch keine Ahnung mehr. ein Meer aus grünen Shells unten und man konnte eigentlich gar nicht mehr runterfahren, ohne getroffen zu werden. Dann kann ich mich nicht erinnern, auf jeden Fall, weil das ist das Level, das wir immer gespielt haben. Hey, das ist Luigi's Mütze rechts. Oh, auf jeden okay. Fall, dieses Spiel, ich habe sehr, sehr. Das ist ja Ballon. Komm runter, Luigi. Das Item Der kann man Ballon sah erwischen, wenn man gerade richtig springt irgendwie, aber bin ich dazu in der Lage. Mach im mal, wie die richtigen Kamera Moment sah der rauszoomt, wenn Ballon man die aus Banane wie. hinter sich hält. Siehst du das? Ja, sowieso, wenn man irgendwas stimmt. Man hat das Gefühl, man ist so viel schneller unterwegs. Alter, da oben ist ein Bildschirm, der gerade zeigt, was man hier sieht. Das ist so fortgeschritten. Oh ja, das ist alles. Das ist. Es gibt in dem Spiel auch die meiner Meinung nach interessantesten Shortcuts der Mario-Reihe. Mario Kart-Reihe. Was ist denn der Mario-Reihe? Fick dich, Mario, New Super Mario Bros. Der ist. Oh, ich geh ja schon. Es gibt keine guten Shortcuts in irgendwelchen anderen Mario-Spielen. Ja. Gott, das Das ist so ist Mario seltsam, dass Kart die. vorbehalten. Das ist so seltsam, dass die Fahrer hier einfach nur aus Bitmaps bestehen. Ja, Das ist das eine ist halt auch Sache, welche, so. wenn man es nicht auf einem Röhrenfernseher über SCART oder so gerade spielt, die auffällt. Es Das fällt auch fällt auf. was die Kameraführung angeht, auf, weil sie nicht wirklich aus allen Perspektiven zeichnen wollten. Und also von oben, unten und so geht halt nicht wirklich. Außer wenn sie sich mal Die überschlagen. Move-Arm! Und wenn du mal drauf achtest, immer wenn die Kamera halt rechts oder links von ihnen ist, schlagen sie eine Kurve ein. Die Sprites wurden immer so gezeichnet, dass sie lenken, wenn sie von der Seite gezeigt werden. Das Verstehst du? Weil funktioniert aber auch sich meistens. ja. Ja, klar. Es funktioniert auch auf dem Gameboy. Und beim Gameboy habe ich verstanden, dass es so gemacht wurde. Aber ich finde, die N64 hätte es schon. Die hätte mehr gekonnt. Es war nur sehr früh in ihrer Lebenszeit und man muss Ich bei wollte jeder gerade Konsole sagen. erstmal rausfinden, wie das alles funktioniert. Ich meine,
objektiv betrachtet sieht Banjo-Kazooie auch besser aus als Mario 64, denke ich mal. Alter, Banjo-Kazooie sieht unglaublich gut aus, da war es aber auch... Ja, Rare war sowieso viel fitter in dem Bereich. Grafisch. Gut, das ist wie gesagt auch kein so großer Kritikpunkt. Also, Grafik ist jetzt nicht so wichtig, vor allem nicht bei N64-Spielen. Man sieht das aber ein bisschen wie scheiße aussieht. Wobei ich ja ein bisschen positiv überrascht bin von der Framerate. Denn immer wenn's, ich spiele nicht allzu viel N64-Spieler, ist nicht zwangsweise die Konsole, die... Ich meine, ich habe sie damals sehr gerne gespielt, aber heutzutage... Ich bin nicht der größte N64-Fan generell. Und die Sache, wenn ich ein Spiel spiele, was sich meist auch bewahrheitet, ist immer, dass ich immer große Angst habe, wie es mit der Framerate aussieht. Weil die bei so vielen Spielen einfach so ranzig ist. So unglaublich schlecht. Aber in dem Spiel, es geht klar. Ja, meistens ist es so, dass wenn es Remakes zu N64-Spielen gibt, dann spielt man lieber die. Außer es ist Mario 64 DS. Oder man hat das, ja, oder man spielt spätere Teile von irgendeiner Serie, die auf dem N64 etabliert wurde. Mhm. Aber die N64 hat ihren Job gemacht mit vielen, vielen ziemlich, ziemlich prägenden Spielen. Oh ja. Würde ich sagen. Also Mario Kart 64 gehört auf jeden Fall dazu. Alter, Smash Bros. Hat hier angefangen. Es gab den ersten Teil auf N64. Der erste Smash-Teil, der sah wirklich nicht mehr gut zu spielen. Bin ich Dritter geworden? Also es war halt wirklich eine gute Konsole. Nur jetzt mittlerweile. Ich würde auch sagen, so ab GameCube, PlayStation 2 ging es los, dass Spiele so aussahen und sich so gute Spiele sahen und ließen sich so ungefähr steuern, wie das heutzutage immer noch häufig der Fall ist. Natürlich immer, man merkt ihnen das Alter auch an, aber nicht ganz so sehr wie davor, finde ich. Ja, ich mag auch die von der Generation danach meist die Spiele im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall. Hier war der sicke Mindblow-Shortcut. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich alle mit vertraut. Ich glaube, der war auch bei Remakes war der auch nie wirklich so richtig gut machbar. Blue Shell. Im Mario Kart 7 ist da einfach eine Rampe, die man nur mit einem Pilz nehmen kann und dann fliegt man da durch. Also ja, das ist eigentlich ganz nett. So cool. Aber es ist nicht lang, es ist halt lange nicht so schwer, den zu bekommen. Oh mein Gott, ich habe Marsch. Okay, wir werden es durchziehen. Okay, den bewahren wir uns sowas von auf. Fuck, warum drehe ich mich, wenn ich in die Palme reinfahre? Es gibt insgesamt, gab es auch ein relativ interessantes Feature in dem Spiel, welches, glaube ich, danach in Mario Kart auch nie wieder gemacht wurde. Weil ich auch nicht weiß, ob es das nur im Battle Mode gab oder in jedem. Und zwar, wenn man eine Banane reinfährt, dann ist man kurz in so einer Struggle-Animation. Ja. Und wenn man dann kurz B drückt, also Rückwärtsgang, dann kann man sich daraus wieder befreien. Dann hat man so eine kleine Sprechblase mit der Musiknote über den Kopf und fährt dann einfach wieder weiter. Das heißt, echt? Das hab ich noch nie gesehen. Es geht in Mario Kart 64. Kann aber sein, dass es nur in Battle Mode geht. Ich bin mir jetzt gerade. Das müsstest du mir unsicher. Mal zeigen. Okay. Ich glaube an dich. Yes! Holy shit, siehst du, wie viel cooler das ist aus den als den anderen noch Teilen? Drauf. Oh, damals habe ich den immer verfehlt. Was wahrscheinlich daran lag, dass wir zu viert an einem sehr kleinen Fernseher mit sehr geringer Auflösung gespielt haben. Alter, ich habe Double Dash habe ich im Splitscreen zu viert. Haben wir auf so, keine Ahnung. Wie nennt man das bei einem Bildschirm? Quer? Naja, der war auf jeden Fall nicht besonders groß. Ja, es war ein Röhrenfernseher, ein kleiner Fernseher. So ein unglaublich kleiner Fernseher. Ja, haben wir bei meiner Schwester im Zimmer gespielt und wir hatten den Spaß unseres Lebens. Aber wir saßen auch richtig nah dran. Ja, wir hatten damals auch mal so einen sehr, sehr kleinen Fernseher, auf dem wir gespielt haben. Da hatte ich aber schon mein Gamecube. War schon noch, Ich weiß noch, Wollo hat, glaube ich, sogar auch noch GameCube auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm gespielt oder so. Der eigentlich mit. Nee, okay, vielleicht war der nicht schwarz-weiß, aber auf jeden Fall musste er einen Antennenadapter benutzen. Das wollte ich gerade. Wollte ich gerade zu sprechen kommen. Nämlich hatte ich so einen Fernseher, der. Oh Gott, ich verkacke gerade so hart. Der 60 Hertz nicht konnte. Das heißt, wenn man. Das hat dann dafür gesorgt, bei einigen GameCube-Spielen, wenn man auf 60 Hertz dann gestellt hat, dass dann das Bild einfach schwarz-weiß wurde. Und da hatte ich dann. So ein Kabel um das Ganze. Ganz ehrlich, das meine Geschichte war. Vielleicht vermischt sich da was. Ja, ich hatte ja so ein Kabel, mit dem das dann funktioniert hat. Ich weiß nur, dass Wollo auch, also sein Fernseher hat halt nur einen Antennenanschluss. Weißt du, wie die aussehen? Das ist halt so ein runder Anschluss, ja, ein einziger Anschluss mit so einem. Ich hatte sie nicht selber. Ein so ein Pin. Einen. Und da musste Wollo halt so einen Adapter für die RGB, Composite-Kabel. Sich besorgen, damit er das spielen konnte. Und der soll auch richtig klein gewesen sein. Und dann schön die ganzen Multispieler-Spiele Splitscreen zu viert spielen. Oh fuck, der Zug. Oh nein, der Zug.
Fick dich, Luigi. Luigi, du Vollidiot. Da wollte wohl zu hoch hinaus. Ich hatte eigentlich nie wirklich einen N64. Das heißt, ich habe das bei einem Freund damals sehr, sehr viel gespielt. Und ich wollte unbedingt einen haben. Ich erinnere mich auch noch an so eine Unterhaltung, dass ich meiner Mutter erzählt habe. Ich will ein Nintendo 64. Da kann man Super Smash Bros. Spielen. Und da kann Pikachu gegen Mario kämpfen. Ja, aber das ist ja so. Ja. Das war der heiße Scheiß. Ich glaube, meine Argumentation hat meine Mutter nicht überzeugt. Denn fuck, ich bekam keinen. Mama, Pikachu gegen Mario. Ja, der hat einen Gameboy damals. Ich bekam dann Gamecube, aber... Eine Revolution. Also ich fand, das hat mich wirklich sehr fasziniert. Früher mochte ich noch Wario immer lieber als Mario. Da habe ich nämlich immer Mario Land 3 gespielt, also Wario Land. Und da war er ja sowas wie der Antagonist. Also er hat nicht wirklich was gemacht, aber ganz am Ende klaut er die Statue, die man eigentlich bekommen hat. Und dann war ich sauer auf Mario. Meine Statue hier. Warum machst du das, Mario? Ich glaube, ich habe das so falsch interpretiert. In Wirklichkeit hat man tatsächlich irgendwie Mario geholfen oder so. Ich weiß nicht mehr. Dieser Zug ist auch so ein Gameplay-Element. Das haben sie später in anderen Mario Karts auch nicht mehr wirklich gemacht. Solche... Mhm. Es ist ja fast schon Glück. Oh weißt Gott, was ist das wir damals, nervig. Was wir damals auch gemacht haben, war natürlich die Gleise entlangfahren. Ja, und klar. Ich glaube, das Einzige, was man da was ergibt, ist, dass man auf dem Tunnel und damit dann auf so eine... unsichtbare Wand trifft, beziehungsweise schwarze Wand, wo man nicht weiter kann. Das heißt, mach's das doch ist einfach. Nein. Hey, wenn wir jetzt schon mal so ein Video machen, warum sollten wir nicht genau die Dinge tun, auf die wir Bock haben? Jetzt muss ich auch wieder zurückfallen und siehst, hier ist die Wand halt bei dem Tunnel. Ist das schon die. Oh, das ist die letzte Runde. Okay. Ja, was auch immer. Jetzt ist es schon zu spät, ich bin schon umgedreht. Nein! Böser Witz. In modernen Teilen würde man schon lange wieder von Lakito zurückgesetzt werden, weil sie sagen würden, der Spieler, du fährst die falsche Richtung. Ich glaube, du weißt nicht, was du falsch machst. Wir setzen dich immer wieder richtig rum hin. Das ist scheiß nervig. Das ist nur in Mario Kart 8. Das ist fürchterlich sowas. Ich habe mich früher unglaublich gern nach Abkürzungen oder irgendwelchen Details umgeschaut und es ging einfach nicht. Ja, hier ist es aber tatsächlich möglich. Man kann einfach durchfahren. Mori, du bist richtig scheiße. Du bist 8er. Warum bist du so schlecht? Ich hoffe, das Rennen endet jetzt nicht gleich, wenn alle im Ziel sind. Alter, Mogi. Oh shit, du hast recht. Oh Gott, das... Schneller! Da ist er doch! Der letzte ist doch zum Greifen nah! Beeil dich, Donkey Kong! Ist hier auf der Karte? Nein! Entschuldigung? Oh, man kann durch den Tunnel fahren, ich wusste es. Pass auf, das geht jetzt. Im Endeffekt haben wir das Spiel ausgetrickst, weil du den Geist eingesetzt hast. Nur deswegen hat es funktioniert. Ernsthaft? Ist es jetzt ernsthaft so, dass es, Das hat wegen dem Geist funktioniert? Willst du mich verarschen? Nein. Okay. Ich hatte keine Ahnung, dass man durchfahren kann, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, entweder man trifft auf eine unsichtbare Wand oder ich meine, man konnte da lang. Dann habe ich gesagt, probier es aus. Dann hast du es ausprobiert. Dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, woran das lag, dass es funktioniert hat. Und ich habe gesagt, vielleicht am Geist. Gott, wenn ich so drüber nachdenke, es ist die Strecke aus Mario Kart 64, sie haben alle eine gewisse, sie haben alle irgendwas Besonderes, jede Strecke, die es so gibt. Ja, das ist Humo Farm ist ein Klassiker, es gibt die kleinen Montys, aber naja gut, Humo Farm ist, jeder mag die Humo Farm. Das ist eine sehr simple Strecke. Jeder die Humo Farm. Dann hatten wir den Cooperstrand. Und hier ist ein Schnitt. Was? Oder? Oh Gott, ich muss das nochmal machen? Ja. Egal, machen wir nochmal. Was ist das überhaupt für eine Anmerkung? Und hier ist ein Schnitt. Ja, ich hätte mir jetzt zugetraut, dass ich da genau das richtige Timing habe und da wäre einer. Nee. Sowas gibt's hier nicht. Ja, egal, wir können die Strecke auch nochmal fahren. Das dauert ja 2-3 Minuten. Hast du eigentlich drüber geredet, dass das sehr klassisch ist? Hast du gesehen, wie sie gerade alle noch davor stehen geblieben sind? Und du bist komplett durchgerast, das war nicht schlecht. Mann, das gibt's doch nicht, dass der Zug immer im falschen Moment kommt. Tatsächlich finde ich die Strecke gerade sehr nervig. Fahren wir 150... Die Masch. Kann man nicht theoretisch auf den Gleisen abkürzen? Ah, oder oh muss Gott. Man so unsichtbare Savepoints mitnehmen? Ich bin mir relativ sicher, dass man... Oder es gibt einige Shortcuts in Mario Kart 64, wo man das nicht...
Es gibt sogar sehr viele, die bei Speedrunning verwendet werden. Das heißt, ich glaube, man muss tatsächlich nicht die irgendwelche Checkpoints über die ganze Strecke hinweg mitnehmen. Ja, aber als wir durch den Tunnel gefahren sind, waren wir ja auch nicht plötzlich im Ziel. Insofern. Ja, und die Sache ist, man ist super langsam, wenn man über den Schotter drüber fährt. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Runde wirklich machen könnte. Ich will sie noch nicht herausfinden, aber ja. Es gibt da tatsächlich einige Tricks, bei denen man, wenn man irgendwie die ganze Runde skippen kann und einfach nur richtig springt und damit dann. Ach so, dann ja, das ist ja der typische Regenbogen. Ja, genau, bei Rainbow Road, wenn man sich mit den Green Shells abschießt. Und nee, dann du kannst am Anfang einfach hopsen und dann fliegst du die halbe Strecke drüber weg. Ja, das ist aber sehr spezifisch. Das ist. Du meinst, es ist in den anderen Strecken nicht möglich, ja, das stimmt. Nee, das, was du meinst, das ist, ich weiß, welchen Trick du meinst, ich hatte vor kurzem ein Video drüber gesehen. nee, das, was ich aber meinte, ist, bei dem, wenn man sich dann der einen Stelle die Green Shells abschießt mit Rainbow Road, dann kann man dann tatsächlich die Strecke direkt skippen. Das, was du meinst, ist halt wirklich nur ein Shortcut. Warte, was? Das, was ich meine, da skippt man direkt die Strecke. Es ist schwer zu erklären, ich kann's absolut nicht machen, logischerweise, aber. Wie man skippt die Strecke? Naja, eine Runde halt. Okay. Tut mir leid, wenn ich Strecke gesagt habe, das war. Ja, bei Mario Kart Wii gab's das aber auch bei die, das, ich meine, es ist natürlich ein Glitch, aber da gab's diese Vulkanstrecke, die so jede Runde. Ja, das war so super, man konnte sich die Geistdaten runterladen von denen, die die schnellste Runde gedreht haben. Ja. Dann hat man es gesehen und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das möglich? Auf irgendeinem Felsen, nehmen den Pilz und fahren einfach dreimal im Kreis. Das war super. Ich war generell ein großer Fan davon, dass man sich die Geistdaten da einfach so runterladen und dann anschauen konnte. Das war super. Ich war ein großer Fan von den Geistdaten in Mario Kart DS, wo ich dachte, ich muss die alle schlagen. Die waren von den Entwicklern immer mit reinprogrammiert. Von Miyamoto? Ja, Miyamoto hat Mario Kart gespielt. Wenn Miyamoto Mario Kart spielt, ist er unglaublich schlecht. Das war Reggie in Smash. Oh, dann. Erinnert sich noch an den Auftritt, das war. Oh shit, warte, erstmal die Preisverleihung. Die ist ein bisschen besser als bei den Bad Akin. Oh mein Gott, ich erinnere mich an die Strecke! Ja, die gab's ja auch in Mario Kart 64! Ja, es gab immer irgendwas Besonderes bei den Strecken. Alter! Da kommen die Jungs! da kommen die Jungs. Erinnerst du dich an. Guck mal, es ist Mario 64. Oh, das ist so cool. Halt, oh, das ist so cool, dass das einfach dieses Mario 64 Schloss hier ist. Und dann, das ist halt wirklich die Strecke. Man sieht halt, wie man runterfahren kann. Ja, sie haben ja jetzt nicht extra für die Siegerehrung nochmal was gemacht. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Gott, die sehen so blurry aus, diese Bitmaps. Los, Jeep, Jeep! Gib mir den Pokal, mein Boy! Überdüsch uns mit Champagner. Oh, oh Gott! Der saß mir quer! Den habe ich mir über das Rektum eingeführt. Und Donkey Kong so, Affengeräusche. Erinnerst du dich an Garfield Kart, wo wir das eine Puzzleteil in diesem komischen abgesperrten Bereich gefunden haben? Ja, da hast du gesagt, dass das Peach Castle von Garfield Kart ist. Siehste? Und ich stimme dir zu 100% zu. Davon habe ich gesprochen. Ach so, jetzt verstehe ich auch, was du damit gemeint hast. Oh Mann! Nein, natürlich wusste ich es auch davor. Ja, ja, na klar. Wir nehmen Toad, der hat nämlich die beste Stimme, pass auf. Wahoo! Sie hatten so viel coolere Stimmen damals. Au, 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 au. Das ist die japanische Stimme tatsächlich, glaube ich. Nee. Wurde die nicht generell geändert? Bin mir aber es auch gab unsicher. Doch, oh, jetzt bin ich ganz verwirrt. Oh, Morgi, jetzt bin ich ganz verwirrt. Was hast du gemacht? Alter, weißt du was auch, wenn wir dabei sind bei dem Thema, was relativ lustig ist? Yoshis Stimme ist ja einfach nur hochgepitcht. Und ja. Ich glaube, kann man auch auf YouTube einfach anschauen. Oder kannst auch selber machen, einfach je nachdem, wie faul ihr gerade seid. Die Stimme einfach ein bisschen runterpitchen vom Tonlaut her. Und dann hört man einfach nur diesen japanischen Mann, wie er da ist und sagt, oh, ja, 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 ja. Ja, au, aber au, 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 au. Das ist doch aber klar, dass sie das irgendwie verzerren. Ja, aber es ist so nicht. Super, dass halt wirklich einfach nur hochgepitcht ist, dass man sich das Original anhören kann. Nein, das habe ich dir mal gezeigt, oder? Ich fand ich habe da mal für ich fand das voll bescheuert. Das war für mein Woody World Video, ich da glaube ich ein bisschen recherchiert gehabt. Ich fand das nämlich ziemlich bescheuert, dass jemand behauptet hat, ja, das ist einfach nur doppelt so schnell abgespielt und ja, ist nicht so schneller, ist einfach nur so, so wird Yoshis Stimme gemacht. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr Verzerrung dabei ist, aber red weiter. Das klingt auf jeden Fall relativ normal, wenn es einfach nur ein bisschen runterpitcht. Au. Und zu der Strecke kann man auch ein bisschen was sagen. Die ist hier so viel cooler als in Mario Kart 8. Da haben sie ein bisschen verkackt.
Ja, das stimmt. Denn Mario, das Problem an der Strecke hier oder die Sache, das Gimmick von der Strecke bei 64 war, dass hier wirklich überall diese Autos unterwegs sind, die nebenbei bemerkt scheiß riesig sind, was ich super finde, wenn ich so drüber nachdenke. Schau mal, wie klein wir sind. Donkey Kong ist nicht so groß wie der Reifen von so einem Laster. Ja, da super. Und hier sind so viele, dass man halt wirklich ein bisschen aufpassen muss mit den Ausweichen. Ich glaube, du bist einfach scheiße, ehrlich gesagt. Und dann diese geilen Boxenstops mit den Items. Ich bin auch nicht gut in dem Spiel. Die Sache mit den Autos ist in Mario Kart aber genauso. In Mario Kart 8, ja, aber da kann man über alle drüber springen und dann über die Wände fahren und so. Der ganze Fokus mit dem Autos ausweichen ist eigentlich nicht mehr allzu sehr da, das bisschen. Da magst du recht haben. Aber an sich, wenn man gut fahren will, dann versucht man immer noch vor allem innen an den Autos vorbeizudriften. Und das ist dann schon nochmal eine Herausforderung. Und eigentlich war es auch die perfekte Entscheidung für Mario Kart 8 und dieses neue Feature, da an diesen Wänden zu fahren. Ich meine, guck sie dir an, sie bieten sich so unglaublich gut dafür an. Ich mag die Strecke aus Mario Kart 8. Ich meine nur, dass da halt so ein Stück weit ein bisschen was verloren gegangen ist. Aber ich denke, es ist trotzdem noch eine gute Strecke gewesen dann mit dem Remake. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich auch wenn sie nicht mit dem Charakter 8 von der Originalstrecke so wirklich mehr hat. Ja, ich fahre sie in Mario Kart 8 nicht so gern wie in Mario Kart 64. Da hat sie irgendwie eine Daseinsberechtigung. Mario Kart 8 ist sie so eine Durchschnittsstrecke. Ja, ja. Das liegt aber daran, dass es sowieso in den früheren Mario Karts, es gab halt nur die 16 Strecken. Die waren dann meistens sehr ikonisch irgendwie. Das stimmt. Da war mein Mind geblowt. Da hat jemand in mein Gehirn gepustet, als ich Mario Kart erst gespielt habe und dann die Retro-Cups sah. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das sind... Dann habe ich die Finger ausgepackt, da dachte ich mir, 32 Strecken. Ich hatte sehr viele Finger in dem Moment. Die sind mir dann kurz gewachsen und danach wieder ausgefallen. Sehr, wie ich abbremsen musste, um mir durchzukommen, vernünftig. Das ist ziemlich cool. Ist natürlich 150cc noch ein gutes Stück anspruchsvoller alles, aber ich bin in dem Spiel nicht vertraut, dass ich in 150 jetzt wirklich fahren könnte. Was das angeht, fand ich Mario Kart Double Dash Pilzbrücke auch ziemlich geil. Mit diesen Autofahren und so. Das war Double Dash war sehr cool. Da, vor allem, weil wenn man geschickt war, das kann ich heutzutage nicht mehr. Ist nicht so schwer, aber man kann da bei der Golden Gate Bridge dann auch einfach die Geländer entlang fahren. Nicht Geländer, sondern da ganz oben entlang. Das ist nicht so schwer. Und dann gab es auch die geheime Röhre, bei der man dann so ein super Doppel-Item bekommt. Ja, das war voll die coole Strecke eigentlich. Und hier haben wir Zombie. Im Hintergrund waren überall so komische Häuser, also Pilzhäuser auch auf den Hügeln. Und man dachte so, wer wohnt hier? Ja. Double Dash, das sollten wir auch irgendwann mal uns anschauen. Diese Strecke mag ich übrigens nicht, um das mal in den Raum zu werfen. Alter, Double Dash sollten wir uns anschauen, indem wir Doppel Dash fahren. Stimmt. Ich sitze hinten oder vorne, je nachdem, was dir lieber ist. Ich sitze am Fenster. Weißt du, was ich an der Strecke nicht mag? Die explodieren in Schneemänner. Die explodieren einfach. Haben die Kids schon wieder Böller in die Schneemänner gesteckt? Und weißt du, welche Strecke nach dieser Strecke kommt? Blue Shell, bist du damit eigentlich auch vertraut? Das ist technische Limitierung, weswegen sie hier so anders funktioniert als in anderen Teilen. Ja, also komplett anders als Mario Kart 8, ne? Funktioniert es in Mario Kart 8 auch so, dass sie alle auf ihrem Weg einfach überrollt? Ja. Oh, echt? Ja. Ja, aber hier war der Grund, dass es tatsächlich eine technische Limitierung war, dass sie es so gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich es ist eine technische Limitierung, aber ich wüsste auch nicht, wo die Idee herkommen soll, dass man es anders macht. Weil in Double Dash wurde es dann anders gemacht. Ja, aber da war es das erste Mal. Also wieso sollte man hier schon gedacht haben, wir machen das jetzt anders, aber es geht nicht. Verstehst du, was ich meine? Im vorigen Teil war es nämlich auch, also Mario Kart Super, nee, Quatsch. Super Mario Kart. Hieß das einfach Super Mario Kart oder hieß das Mario Kart? Was spielt das für eine Rolle? Für die Super Nintendo. Das erste Mario Kart hatte auch eine erste Verfolge, die am Boden langläuft. Deswegen wüsste ich nicht, ob man hier jetzt die Entscheidung getroffen hat. Sind dann auch die Spieler getroffen? Das weiß ich nicht. Ja, das, ich meine, da ist ja irgendwo mal aufgeschnappt zu haben. Da ist es ja sowieso scheißegal, weil das Spiel ist komplett kaputt, was die Computergegner und die Schwierigkeit angeht, weil... Die einfach cheaten einfach alle. Die cheaten einfach alle. Die haben Special-Items, die der normale Spieler nicht haben kann. Und die spammen genau. Die Scheiße. Solche Sachen. Die müssen nicht mal Items einsammeln, um welche zu haben. So cheap. Stirb. Das ist einfach nur gemein. Hat die Strecke gerade keine Musik? Die hat doch normalerweise Musik. Oh, die ist so leise gerade.
Ist das nicht die? Warum war die Musik so leise? Ich dachte mir schon, irgendwie kommt mir die Strecke so leer vor. Man hat die Musik aber so gut wie gar nicht gehört aus irgendwelchen Gründen. Wir befinden uns in der Nähe des Polarkreises. Es ist nichts zu hören außer der Schneesturm und die unendliche Stille der einsamen Seelen, die hier wandeln. Ich wünschte, ich wäre der Miau! Und da kommt Mario Kart. Choco Mountain, da. Mit dem richtigen Jump kann man da irgendwie auch direkt links, weißt du, jetzt so ein bisschen später, da direkt nach oben springen. Ja, stimmt. Und dann auch quasi die halbe Runde skippt, ist aber sehr, sehr schwer zu machen. Das ging sogar noch in Mario Kart DS an irgendeiner Stelle, da wo der See ist. Konnte man immer runterfallen, dann hat man verkackt. Bei Mario Stadium könnten wir eigentlich den Shortcut sogar versuchen. Ja, sag ich mal. Ja, das gibt's ja viele Shortcuts in dem Spiel. Das ist übrigens auch eine Strecke, die ich glaube, der Flower Cup, den mache ich ja wenigstens aus dem Spiel. Die Strecke ist auch relativ lame. Nein, ich liebe Schokosumpf. Ich mag das Konzept dahinter, dass ich mir vorstelle, wir sind einfach auf Schokoladenbergen unterwegs. Da kommen diese riesigen Schokoklumpen, die entlangrollen und dann unten in die Milch fallen. So stelle ich mir das immer vor. Es ist nur Wasser. Aber tatsächlich hat diese Strecke wirklich der Name komplett gerettet. Ja. Sie wär so scheiße im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sie nicht mit Schokolade verbinden würde. Ja, ja. Ja, auch hier zusammen bin ich der Meinung, es ist keine so aufregende Strecke. Hallo. Ich habe früher Schokosumpf gespielt und dann habe ich meine Schoko-Zinni-Minis gegessen. Es gab nämlich die... Es gab Schoko-Zinni-Minis. Ja, es gab diese Special-Zinni-Minis, die waren ohne Zimt und stattdessen irgendwie mit Kakao. Die waren gut, aber nicht so gut. Ja, es klingt, kennst du die Schoko-Giotto? Die sind überhaupt nicht gut. Nee, Moment. Schoko-Giotto. Das ist ein schrecklicher Vergleich, weil die sind überhaupt nicht gut, die sind schrecklich. Nein, ich würde sagen, die sind auch gut, aber nicht so gut, aber nein, die sind überhaupt nicht gut. Ich habe gerade an Ferrero Renoir gedacht. Was zum Fick ist das? Das ist Rocher nur mit dunkler Zartbitterschokolade und anderer Füllung, glaube ich. Gibt es einen anderen Namen dafür? Naja, irgendwie sind die wohl noch an sich ein bisschen anders, aber an sich schmeckt es einfach wie ein etwas edlerer, bittererer Rocher, aber auch für mich waren die immer geiler. Ich hatte das Gefühl, ja, Mann. Rocher ist heftig, aber Renoir, das ist der edle Shit. Rocher war für mich auch immer die auf Platz 3 von den Schokokugeln. Die guten Schokokugeln. Beziehungsweise von den Kugeln. Oh Gott, wollte mich verarschen. Was war denn gerade auf deinem Platz 1? Giotto. Platz 2 ist dann. Nein. Nein, Giotto ist doch nicht mal mit Schokolade. Ja, dann, ich meine dann eben von diesen Kugeln Schokolade. Ich weiß, das zweite ist auch ohne okay. Schokolade. Also, das ist nämlich die Platz 2. Platz 2 wirbt nämlich damit, dass es ohne Schokolade ist. Meine top-sphärenförmigen Ferrero-Süßigkeiten. Nummer 3! Platz 1! Nummer 3, Rocher. Ich meine, Rocher ist ja schön und gut, aber wenn man es mit Renoir vergleicht, dann kann es nur Platz 3 sein. Platz 2, Renoir. Renoir klingt ein bisschen so, als wär das Junge, der René Manuel, kommst du bitte? So ein bisschen. Renoir klingt eigentlich wie so ein Künstler, der verstorben ist und dessen Bilder jetzt sehr, 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 sehr teuer sind. Ich wünschte, meine Bilder wären sehr teuer. Wir können so abkürzen hier. Oder eine Automarke. Wir werden jetzt gleich so Mario Star, wir werden gleich sowas von abkürzen. Dieser riesige Mushroom, das ist auch super. Oh, das ist fantastisch. Ich wusste nie, was diese Piranha-Pflanzen darstellen sollen. Ich finde sie immer noch seltsam. Aus 64, siehst du das? Das ist einfach nur diese Venusfliegenfallen irgendwie, die sich so bewegen. Stimmt. Die sind einfach so komisch. Im Wii Remake waren das normale Piranha-Pflanzen einfach, oder? Mhm. Das ist einfach so komisch. Ja, du hast recht, das sind so Beutel. Ja, ich konnte nie. Oh Gott, ich konnte nie so ganz erkennen, was das darstellen soll. Die sind ein bisschen atmen. An diese Turbo-Pflanzenteile aus Mario Odyssey, falls du die kennst. Oh Gott, der Stern. Ja, tatsächlich, stimmt. Was ist denn die Musik so leise? Ups. Oh, ich glaube, die hießen auch gar nicht Renoir, die hießen Rondoir. Habe ich hier einen Knopf gedrückt, womit die Musik ausging? Hä? Es gibt nicht ernsthaft irgendeine Abkürzung. Ja, Mann, es gibt Lautstärke! Was? Davon habe ich noch nie gehört. Nicht L drücken. Sonst können wir die Musik aus. Oh, leiser machen. Was? Das ist so seltsam. In Double Dash war es auch seltsam, dass ich, wenn man Multiplayer spielt. Ich glaube, ich bin gerade verarschen. Wenn man den Multiplayer spielt, dann hat er auch nur Spieler 1 immer Soundeffekte.
Wie, warte? Bei Double Dash hatte, soweit ich mich erinnere, immer nur Spiel 1 Soundeffekt. Das hat mich nämlich sehr irritiert. Ah, ja, das kann gut sein. Da mussten sowieso, das war ganz lustig, bei Double Dash gibt es einfach Streckendetails und einfach bestimmte Sachen, die gibt es nur im Einzelspielermodus, weil das für Splitscreen zu aufwendig wäre, das alles mitzurendern. So wie Mario Kart Mario Kart 8 nur 30 FPS hat, wenn man im Vierspielermodus spielt. Im Zweispieler hat man aber die geschmeidigen 60. Ja. Und, oh, und im Dreispielermodus hat man schon 30 und dann noch einen leeren Screen. Was ist die Strecke? Ist das nicht die letzte von dem Cup hier? Der extra Rechenleistung verschwendet. Ist das nicht die letzte Strecke von dem Cup, Johnny? Ja, und? Gut, dann quitte ich jetzt, dann mache ich die nicht nochmal. Ich hätte Lust. Ist ja gut, ich war schlecht, ihr Strick. Ich hab's verstanden, Mario Kart. Drückst mir nicht so rein, wir nehmen Bowser. Oh, das war so cool, als ich damals im Medi gesehen habe, dass man... Ja, das war die letzte. Dass man Bowser spielen kann. Oh, jetzt kommen wir zu den interessanten Strecken. Alter, der Sternencup. Alter, Wario Stadium. Der Spezialcup hatte hier noch kein richtiges Symbol. Die haben einfach einen random türkisen und nein, das ist so ein Freizeichenblock mit einem S statt Freizeichen drin. Wer ist ein schneller Racer? Das hast du vielleicht so interpretiert. Was soll es sonst darstellen? Da, das ist halt so ein Freizeichenblock. Oh, DK Jungle Way. Okay, versuchen bei Wario Stadium den Shortcut zu nehmen, okay? Okay. Okay, das ist unsere Mission. Okay. War Mario Kart 64 auch dein erstes Mario Kart? Ja. Super Mario Kart habe ich zum ersten Mal so ziemlich, ich glaube, ich habe es wirklich zum ersten Mal mit dem auf dem SNES Mini gespielt. Ich war auch nie interessiert an Super Mario Kart. Ich habe es gesehen und so. Ich dachte mir, ja, das sieht nicht nach was aus, das mir Spaß machen würde. Ja, genau. Es sieht halt einfach. Dann habe ich es gespielt und es hat sich herausgestellt, dass es nichts ist, was mir Spaß machen würde. Ich habe mal F-Zero und Super Mario Kart irgendwann mal ausprobiert, als ich Emulatoren halt für mich entdeckt habe. F-Zero geht klar. Ich kann in der Schule alte Nintendo-Spiele spielen, die ich nicht mal kenne, weil ich zu dumm und jung bin. Okay. Dann Zero machen wir das mal. Klar. Oh, Mario Kart ist echt scheiße. Ja gut, dann spiele ich das jetzt nicht weiter. F-Zero ist viel besser. Dann hier musste man hier rüberhüpfen. Oh, hier gibt's auch noch so eine, die eine. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo man rüberhüpfen muss. Ja, okay, wenn du es nicht mehr weißt, dann ist die Mission zum Scheitern. Ich glaube, hier war's. Warte, hier muss man. Hier kann man, glaube ich, doch. Oh, doch. Ich glaube, hier kann man irgendwie rüberhüpfen. Lassen wir das. Auf jeden Fall die legendäre Stelle. Das war, wenn man im Splitscreen gespielt hat. Diese Strecke, ich habe sie so sehr gehasst. Der eine auf den Scheiße. Immer, einer hatte immer den Blitz. Ja. Und weißt du, worauf der mit dem Blitz gewartet hat? Willst du wissen, worauf er gewartet hat? Ich kann es mir fast vorstellen. Es lief immer aufs Gleiche hinaus. Er hat immer darauf gewartet, dass man zu einem gewissen Sprung bei der Strecke kommt. Und genau dann, wenn er gesehen hat, dass einer der Spieler in der Luft war, hat er ihn eingesetzt. Ich hätte so gefallen, dass der Sprung hervor. Wenn du jetzt einen Blitz bekommen hättest. Das Problem ist nämlich. Die Geschichte perfekt gewesen. Der Unterschied ist nämlich im Vergleich zu modernen Mario Kart-Teilen, wo man einfach Lakito dich abholen würde, wenn du runterfällst. Hier ist es anders. Du wirst einfach die halbe Runde zurückgesetzt. Man muss dann einfach von da aus, wo man runterfällt, wieder weiterfahren. Ja, genau. Und ich liebe es. Das Spiel merkt es nicht, dass du was falsch gemacht hast. Du bist einfach wieder da, wo du bist. Nein, das haben die schon mit Absicht so gemacht. Ja, natürlich, aber das Spiel interessiert sich nicht dafür, dass du jetzt gerade runtergefallen bist, sondern... Oh, ich habe Leben zu retten. Fahr du mal lieber von hier aus weiter. Du hast ja nicht mal die Knöchel verstaucht. Oh, oh, oh. Die Riesenkurve da, die musst du jetzt nochmal nehmen. Oh, ich habe so sehr gehasst. Aber es war auch super, wenn ich der Typ mit dem Blitz war oder der Red Shell oder wie auch es immer. Es gibt zu jeder Strecke gibt's was zu erzählen, habe ich das Gefühl. Naja, wobei ich glaube, bei Double Dash tatsächlich mehr zu den Strecken zu erzählen hätte. Double Dash habe ich nämlich noch ein bisschen mehr gespielt. Double Dash hatte ich auch selber. Ja, aber alles, was... Fast jede Strecke bei N64 hat irgendwie so ein Gimmick. Das haben sie halt wirklich so durchgesetzt. Das finde ich cool. Mhm. Es gibt jetzt keine andere Strecke, wo man einen Jump verkacken kann und dann nochmal alles neu machen muss. Das stimmt. Und dann das beste Gimmick hat sowieso das gute alte Peach Castle. Aber jetzt seht ihr auch, wo Logan Kart deine Inspiration hergenommen hat. Ja, denn das war diese eine Mario Kart 64 Strecke. Ich mag auch die Designentscheidung mit diesen 100 Mario-Köpfen einfach. Ist die Zensur aber. Ach so. Ich bin mir relativ sicher, dass hier im japanischen Original Parodien von Zigarettenmarken sind. Warum Platz die generell aber? Überall? Zigaretten? Mhm. Wario, der kleine Schmoker. Eine Fluppenwerbung. Was schmuckt der hier rum? Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, Wario Colosseum aus Double Dash finde ich besser als die hier.
Wario Colosseum war, glaube ich, lange Zeit meine Lieblingsstrecke aus Double Dash. Alter, Wario Colosseum haben wir damals auch gespielt. Wir haben 9 Runden eingestellt, dann haben wir die 9 Runden durchgezogen. Ja, wirklich. Ich hatte eine Freundin von mir hat das Spiel nicht wirklich gut gespielt, aber diese eine Strecke lag ihr. Und aus irgendeinem Grund hatten wir dann keinen Bock mehr, die Cups zu fahren, sondern sind nur noch Versus zu zweit gegeneinander und haben uns eigentlich die ganze Zeit nur über was komplett anderes unterhalten, während wir ein bisschen Gehirn verloren, Gedanken verloren, einfach diese Strecken runtergefahren sind. Wir haben dann irgendwann nur noch diese Strecke gespielt, stundenlang. Also wirklich 2 Stunden nur Wario Colosseum und wir haben es nicht mal bemerkt, wenn wir immer auf Neustarten gedrückt haben. Ich glaube, ganz so schlimm war es dann bei mir nicht. Das war an einem Nachmittag. Jetzt schäme mich dafür, meine ich. Ich schäme, wenn ich das für richtig halte. Fick dich tot. Ganz so hinverwandt wie ihr waren wir dann doch noch nicht. Yahoo! Au, 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 au. Gott, dieses Video da oben ist so fucking laggy. Ja. Mit seinen 3 FPS und teilweise verschwindet auch die vertikale Synchro. Ja, da ist der V-Sync ist nicht ganz am Start. Man denkt, dass man dafür wenigstens mehr FPS bekommen würde, aber oh, das hätte ich besser machen können mit dem. Die Abtastrate lässt zu wünschen übrig. Mir wurde jetzt schon seit mindestens 4 Frames kein neuer Frame mehr gezeichnet. Und die Auflösung wollen wir gar nicht erst besprechen. Was ist denn das für ein Keyframe-Intervall? Nee, das gibt's bei Live-Übertragung nicht. Mega. So, und jetzt hör auf mit deinem Videojargon, das macht keinen Sinn. Ich weiß. Okay. Ich weiß, ich bin doch nur ein Laie. Ich bin 4, das heißt, wir können noch weiterfahren. Oh Gott, ich bin echt schlecht. Ich habe extra Luigi genommen, weil ich der Meinung war, dass ich dann den Shortcut nehmen kann. Aber das hat überhaupt nicht geklappt. Oh Gott. Sherbet Island. Was hat Luigi denn? Siehst du Donkey Kong, wie er schon den Linksanschlag hat, weil er von der Seite gezeigt wird? Ja. Das ist immer so. Immer wenn du rechts oder links von Fahrern bist, lenken sie auch in die Richtung. Ohne es tatsächlich zu machen. Oh Gott! Oh yes! Alter, wie so ein Pro! Oh Gott. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn. Nein, es ist ziemlich kalt hier, ich schwitze nicht. Wieso oh Gott, sind die trotzdem der Bananen-Squad! Die haben dich komplett in die Mangel genommen. Schiebung! Weißt du, was aber eine Sache war, welche Mario Kart 64 hier aber auch auf jeden Fall sehr viel Charme gegeben hat? Dass sie im Großen und Ganzen, es fühlt sich so stellenweise so ein bisschen an, als wäre es einfach im gleichen Universum wie Mario 64. Mit den Pinguinen hier in dem Fall oder bei Peach Castle und so. Oh, das ist so cool. Es hieß ja auch Mario 64 und Mario Kart 64. Ja. Also, ich als Kind hätte ich das, wenn ich diese Verbindung sehe, auf jeden Fall so und nicht anders gedacht. Und hauptsächlich liegt es daran, dass sie ein paar... Oh, wirklich, danke. Hauptsächlich liegt es daran, dass sie ein paar Assets recycelt haben. Warum ist er nicht losgefahren? Die Pinguine sind am Start, die Schneemänner sind am Start. Das ganze Schloss ist am Start. Ja, das hat mir immer sehr gefallen. Was tun sie denn alle am Start, Johnny? Warum sind sie denn noch nicht losgefahren? Der war ziemlich humorvoll. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Mario Galaxy Strecken geben würde. Ich glaube, die einzige, die in die Richtung geht, ist Rainbow Road aus Mario Kart 7. Ja. Bisschen schade. Mario Kart Wii hatte eine Galaxy Strecke insoweit, dass es da Sternstücke gab. Sternteile. Auch Rainbow Road, oder? Ja, genau. Ja, okay. Rainbow Road welche sonst? Aus fucking Mario Kart Wii. Strecke kam immer. Nein! Aber ich... Ich überlege gerade, ob Mario Kart 8 irgendwas... Oh, man ist eingefroren, wenn man runterfällt! Muss jetzt A hämmern und dann kann man losfahren. Ich habe auch schon wieder komplett vergessen. Man wird hier eingefroren, wenn man ins Wasser fällt, weil es Eiswasser ist. Ja. Das haben sie beim Double Dash auch noch übernommen. Ja. Das ist später auch nicht mehr, ne? Es gibt übrigens so viele Dinge, die sie... Ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Die haben sehr viel von der Individualität der einzelnen Strecken rausgenommen. Eine der Sachen vermisse ich einfach extrem. Die, ich weiß nicht, ob es hier geht, aber die Mario Kart Double Dash, wo das ganz... Du ganz fucking Pinguin! Ich bin 5. Das heißt, ich muss die fucking Strecke jetzt nochmal... Wegen dem einen Quälgeister. Mamma mia. Und hier ist der Schnitt. Nein, ist es nicht. Johnny, hör auf, das zu sagen. Ich habe noch andere Möglichkeiten. Hoffe ich. Du bist nicht mein Boss. Ich glaube nicht, dass du den Versus-Mons machen kannst. Kann ich wirklich nicht. Shit. Und hier ist der Schnitt. Ehrlich gesagt möchte ich nie von irgendeinem Mario Kart ein Remake, glaube ich. Was ist denn dafür?
Nee, die dürfen ruhig alte Ideen halt wieder bringen. Es gibt halt sowieso die Retro-Strecken, welche sowieso immer kleine Remakes sind von jedem vorherigen Teil so ein Stück das weit. Ist auch, das ist ja das Schöne an Mario Kart, muss ich sagen. Wobei ich ein Remake von dem Missionsmodus haben will. Oder diese Strecke neuen. Hier hat... Ja, das stimmt. Es ist der... Ich weiß nicht, wie sie mir oder anderen das antun konnten, aber er wurde einfach komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Also es gibt in Mario Kart 8 keinen Wettkampf. Für mich. In Mario Kart Wii sollte es ursprünglich einen Missionsmodus auch geben. Vor ein paar Monaten gab es, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, da war einer, der hat ein bisschen in den Gamefiles herumgesucht und sowas. Ja. Und da hat er was gefunden davon, ein paar Überreste. Stimmt. Das heißt, das fand ich relativ interessant und gleichzeitig hat es mich ein bisschen traurig gemacht, weil... Dass es ihn nicht gibt, ja. Ja. Er war halt wirklich so cool. Vor allem die Sache war, was ich interessant fand, mir war bei den Bossen nicht bewusst, dass das Mario 64 Bosse sind. Doch, das war... Also es sind Mario 64 DS Bosse. Ja. Nein, tatsächlich, ich meine aber hauptsächlich den Typ mit den Händen da. Bei dem wusste ich einfach nicht, dass er in Wirklichkeit aus Mario 64 ist. Ich habe Mario 64 DS ja vor dem Original Mario 64 selber gespielt. Ich kannte das, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe nicht mehr gesehen als ein paar Ausschnitte. Und deswegen habe ich Mario Kart DS gespielt und dann so 2-3 Jahre später Mario 64 DS. Und da dachte ich mir so, Alter, die Bosse aus Mario Kart kommen ja hier vor. Ich habe es halt andersrum gedacht. Ich dachte mir an einer Stelle dann, als ich da in der Pyramide war, dachte ich mir, oh, das war Mario 64 Boss. Ja, die waren alle. Den Bully logischerweise. Gab's den König Bob-Omb? König. Nee, es gab, ich glaube, der Rest waren wirklich dann, nicht waren dann Mario Kart, Version von Mario Kart, Mario 64 DS Bossen. Ja, weil, in dem Level, wo man in Mario 64 DS, da spielt man ja am Anfang Yoshi und muss Mario sozusagen erst freischalten. Das ist auch so im Prinzip so, hä? Ja, das war übrigens die Sache, die mich abgeschreckt hat von Mario 64 DS, warum ich es nie gespielt habe, weil ich mir dachte, man spielt die ganze Zeit Yoshi und man kann dann die anderen nicht richtig spielen und die Soundeffekte bleiben dann die von den anderen. Das fand ich seltsam. Ich weiß, dass man die richtig spielen kann. Man kriegt nur diese Mützen und so. Ja, ich dachte auch zuerst, das mit den Mützen finde ich voll doof, warum bin ich Yoshi? Ja, deswegen wollte ich es nicht spielen. Aber es hat sich dann zum Glück... Ja, aber zum Glück war es natürlich nicht so. Aber es ist trotzdem irgendwie kein so gutes... Ich habe es sehr gerne gespielt, aber ich glaube, es ist halt echt kein so gutes... Die neuen Remake. Level, die sie eingefügt haben bei Mario 64 DS, sie passen halt nicht wirklich rein. Man sieht halt einfach, dass sie in einer anderen Zeit erstellt wurden, die neuen Level. Ja, und... Ja, das sieht man halt wirklich an. Es sind auch so seltsame One-Off-Level und dann gibt es halt auch welche, die so komplett out of place aussehen. Also in dem Level, wo man Mario freischaltet, gibt es auf jeden Fall diesen Goomba-König. Und den gibt es dann auch in Mario Kart DS in der Rennmission als Gegner. Der Goomba-König ist ja nicht sogar eine, ist das nicht eine Paper Mario-Referenz? Ja, das würde ich tatsächlich wirklich sagen, weil er hat auch diese verrückten Augen. Ja. Und die gestreifte Hose. Ich hätte die gestreifte Hose. Ich auch. Streifen machen schlank. Längs oder quer? Das ist dasselbe. Nee. Längs ist dann längs. Also längs. Quer längs ist quer. Längs macht Tönen. Oder? Ja, Querstreifen macht auf jeden Fall nicht dünn. Ich weiß nicht. Generell macht weiße Kleidung nicht sonderlich dünn. Damit wirkt man sehr voluminös. Frag doch den Goomba-König. Ey, Goomba-König. Oh nein. Ich bin sehr voluminös. Schau mich nicht an, ich bin so voluminös. Ist er wirklich, weil er kann sich irgendwie so komisch aufpumpen. Der ist am Anfang so, Oh, das habe ich auf DeviantArt auch gesehen. Ich auch. Zu viel. Zu oft. Warum bin ich da immer wieder? Ich hab gerade jetzt einen Tab offen. Da gibt's doch diesen. Das sind alles so komische Bosse aus Mario 64. Gar nicht die ikonischen. Den Wump gibt's auch nicht. Es gibt nur noch den Buhu. Das war die nervigste Rennmission aus Mario Kart DS. Es gibt einen Buhu-Boss? Ja, den Buhu zu bekämpfen war das Schlimmste, weil du Munzen sammeln musstest. Und du konntest ihn nur ganz selten angreifen, immer nur wenn er sichtbar war. Und sonst ist er einfach um dich rumgekreist und hatte die Münzen geklaut und konntest nichts machen. No.
Es war ganz, 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 ganz komisch. Ich weiß auch nicht mehr, mit welcher Taktik man das macht. Oder ihn davon abhält, einem die Münzen zu klauen. Es war auf jeden Fall scheiß frustrierend. Ey, ich bin immer noch es der war Meinung, so frustrierend, dass ich als kleiner Junge mit meinem DS in meinem Bett lag und es versucht habe zu schaffen und dann in mein Kissen geschrien habe irgendwann. War wirklich so. Ich weiß noch, dass ich den einen Pyramidenboss mit den Händen am besten fand, weil ich es einfach. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass es eine sehr kreative Idee ist, dass man einfach mit den Green Shells auf die Augen schießen muss. Ja. Und dann zeigt man es dem Pans Labyrinth-Typen so richtig. Oh, ich würde so gerne mal wieder so einen richtigen. So ein bisschen Adventure-Kart-Racer, wie Diddy Kong Racing auch, oder der Missionsmodus aus Mario Kart DS. Und auch ein paar Bosse bekämpfen muss oder sowas. Das wäre super. Generell so eine kleine Story oder so, also nicht unbedingt Story wegen der Story wegen, sondern wegen der Art, wie man so ein Kart einsetzen kann. Aber nicht John, nur, ich kann um dir Rennen sagen, zu fahren. Wir sind auf dem besten Weg, wenn ein derartiges Spiel existiert, sind wir auf dem besten Weg, es herauszufinden. Auf der langen Suche der Crab Racer. Wir suchen nach dem einen Spiel. Das eine Spiel, das wie Diddy Kong Racing ist, aber wir werden nicht Diddy Kong Racing spielen. Vielleicht dann Crash in der Team nächsten Racing Folge ist wie oder Diddy so. Kong Racing. Alter, Crash Team Racing, ja, nein, stimmt. Nie das habe ich in der Werbung von McDonald's gesehen. Alter. Weil aus irgendeinem Grund gab es dann bei McDonald's, glaube ich, so Crash-Figuren, die aber dadurch promotet wurden, dass sie halt ein Rennspiel haben und nicht Jump'n'Runs. Das war ein bisschen komisch. Da dachte ich nämlich, Crash wurde erfunden für Rennspiele. Ja, aber das ergibt eigentlich Sinn. Vom Marketing her sind die regulären Crash-Spiele auch nicht unbedingt für Kinder. Ich meine, es ist, ich sag's wohl so unter den Jump'n'Runs. Crash geht eigentlich klar. Ja, es ist scheiß schwer, aber... Oh, die Remakes. Waren die Spiele früher nicht sowieso alle so schwer? Na, Crash 1 war schon, wenn man die 100% haben will, war schon Bullshit. Weil man in dem Level dann nicht mal sterben darf. Ja, die 100% ist okay, jetzt übertreibt man nicht. Auch ansonsten. Das ist so, als würdest du sagen, Mario Sunshine, die 100% sind Bullshit. Ja, aber auch ansonsten. Das weiß jeder, aber das spielt auch keiner. Crash schon einen akzeptablen Fuck, Mogi, weißt du, wie knapp das war, dass wir hätten fast wieder retryen müssen? Ach. Auf jeden Fall bei der Insane Trilogy. Teil 1 ist sehr, sehr nervig von der Physik her. Man springt irgendwie gefühlt nicht weit genug und sehr seltsam. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, hey, Johnny. Was ist deine Lieblingslasagne? Du hattest jetzt fast eine Woche Zeit, dir Gedanken zu machen für eine Antwort. Nein, Dienstag war ziemlich gut, finde ich. Oh mein Gott, wir werden die Strecke auch zweimal machen müssen. Nein, die schaffst du. Ach so, ja, doch, stimmt. Es führt kein Weg dran vorbei. Aber wenigstens drückst du nicht auf wieder auf Spiel beenden und dann müssen. Ich setze mir einfach ein Safe State. Ich hab mich gerade. Hätte ich vielleicht nicht einfach mitten in der Kurve machen sollen. Das wird aufregend. Oh Gott, das wird sehr aufregend, wenn wir den Safe State laden. Wow, wo bin ich? Oh nein, da ist ja Wasser. Oh, ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, als diese Strecke in Mario Kart 8 war. Hier kommt man nicht. Ja, die ist auch echt gut. Weißt du, ich kann die nicht per DLC ein bisschen dazu. Die war einfach dabei. Die war, Ich hab mich so gefreut und dann kam die ernüchtert. Ich war wirklich so enttäuscht. Ja, der Einstieg. Ich meine, die Strecke ist, sie sieht schön aus, sie spielt sich auch gut, aber ich bin und war wirklich enttäuscht. Ich war sehr enttäuscht. Wieso sollte man das auch nicht machen? Ich verstehe das nicht. Das ist der Grund, warum Leute die Strecke mögen. Es ist die eine Sache. Ich muss sagen, die Mario Kart 8 Strecke ist ziemlich gut. Mir macht's immer Spaß, sie zu fahren. Ja, aber... Aber guckt euch das an. Wenn man das weglässt, man kann hier sogar überall entlang fahren. Es ist fast so, als würden wir ein Mario 64 ROM-Hack spielen. Ja, nur ist ja gut. Es war Magie. Du können wir da nicht einfach rein? Nein, heute nicht. Ey, Mogi. Tür fest tatsächlich. Mogi, mach ein Lakitu-Skip. Verstehst du? Ja. Weil dann lässt er uns da vielleicht rein. Oh, ich weiß, ich habe auch versucht, in das Schloss reinzukommen. Das ist also die Phase, wo ich mir dachte, vielleicht ist es ja möglich. Natürlich nicht, aber... Das Wasser wurde in der Zwischenzeit etwas mehr verschmutzt. Es ist verdammter Vollidiot, was hast du denn getan? Nein, Lakitu, ich möchte hier nicht hin. Du bist so schwer. Naja, das ist die Sache. Ich meine, man kann so ein fucking Schloss, das ist so cool. Es ist einfach so cool, dass sie es gemacht haben. Es ist halt wirklich richtig cool. Es ist so viel cooler, als es sein sollte. Es ist so sinnlos und so optional, aber es geht einfach.
Oh, jetzt wisst ihr genau. Ich mag es nur, wenn man, ich mag's nur, dass wenn man Selbstzeit lädt, dass da immer sowohl Datum als auch Uhrzeit dran stehen. Fühl ich mich ein bisschen als jemand, als Internet-Web-Videoproduzent fühle ich mich da doch in meiner Privatsphäre sehr eingeschränkt. Es ist ein bisschen ertappt, fühlt man sich. Naja, das Video wird in der Woche sowas kommen, insofern, das sollte okay sein. Warum haben wir R2? Den Stimmt, es sind eher zwei Wochen. Wir haben zwei, wir nehmen in der Regel mal zwei Crab Racer-Folgen auf. Mogi, warum haben wir den Safe-State nicht einfach hier gemacht? So ein paar Meter, bevor wir da hingefahren sind. Das ist eine ausreichende Frage. Wer ist das Scooterrad teuer? Wow! Das war ein hoher Pomp. Ja, die Soundeffekte. Boing. Das Spiel Boing. Hat noch voll Siehst viel du, mit, steht? Ja, mit Comicsprache gearbeitet. Ah, Mario Kart 64. Es hat wirklich seinen Charme. Man kann es nicht anders sagen. Es ist halt echt hässlich. Ja. Aber nostalgisch gesehen ist es auf jeden Fall ein wunderbares Spiel. Ist ja nicht auch so, dass die Red Shells immer erst, keine Ahnung, ein paar Meter nach vorn fliegen müssen, bevor sie deinen Gegner anvisieren? Ja, ich meine, vorher kann man es noch verkacken. Gut gemacht. Wirr. Ja, das mit den Bananen ausweichen, das geht dann, glaube ich, nur im Balloon Battle. Ach so, ja, das wolltest du ja immer noch versuchen, stimmt. Ich glaube, das... Ja, das war natürlich volle Absicht, dass du sicher, jede Banane mitnimmst, die du siehst. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das funktioniert. Wie gesagt, da ist dann so eine Sprechblase über dem Kopf von innen und da ist dann so eine Musiknote drin. So von wegen, siehste, Musik, ich pfeife. Du nimmst wirklich jede Banane mit. Yahoo! Moggy, tu uns das nicht an und mach jetzt ein Safe-Sit, damit du nicht Fünfter wirst. Okay, nee, mach lieber keinen. Das ist Runde 2, bleib mal entspannt. Oh, das ist Runde 2, ja, okay. Ich dachte einfach wirklich, es ist gleich Kugel vorbei. Willi und dann ist alles gut. Apropos, ich hasse es, dass sie den Kugel Willi aus Mario Kart DS für Mario Kart verwendet haben, für weitere Teile und nicht den Kettenhund. Der Kettenhund ist Kettenhund war, so der war nicht so OP und der war viel cooler. Ja, und er hatte eine gute Musik. Der hatte so eine Paukenschlagmusik. Ah, ich freue mich, wenn wir irgendwann mal bei Mario Kart Double Dash angekommen sind. Das wird noch ein bisschen dauern. Du sitzt hinten. Ich habe mich entschieden. Du sitzt hinten. Du sitzt hinten. Da, jetzt hast du es gesehen! Ja, du hast es geschafft! Okay, vielleicht, wenn man die Banane von der Seite so anfährt irgendwie. Seht ihr? Es, und jetzt, wer will jetzt noch meine Bananenfahrerei kritisieren? Ich sehe jetzt schon die Leute vor mir, oh, das war so knapp. Ich wollte gerade schon was dazu sagen. Luigi, Vorsicht mit den Achsen! Der Kantstein, nein, Luigi! Du, oh Gott, Luigi! Du bist so Mechaniker! Ich sehe jetzt schon die Leute, die gerade in den Kommentaren löschen. Hä, man kann die Bananen nicht abbrechen. Das haben bestimmt richtig viele geschrieben. Also jeder, der es damals gespielt hat, der weiß Mach! Das. Oh. Aber zumindest hast du deine drei Shells ins Ziel mitgenommen. Mhm. Gott, der sieht so crappy aus, Luigi von nahen. Ja, siehst du das, wie wenn die Kamera um ihn herumfährt, wie er dann lenkt, obwohl er gerade gar nicht in diese Richtung fährt? Jetzt hat er gerade nicht gelenkt. Da, guck auf Peach. Ja, aber gerade eben, als sie um ihn herumgegangen ist, Nein, von vorne nicht, aber von hinten immer. Oh, okay, das kann sein. Weil von vorne macht es keinen Sinn, da brauchen die das nicht. Sieht so scheiße aus. versteht mich übrigens nicht falsch. Der Stil funktioniert für das Spiel. Also sie haben jetzt nicht irgendwelche großartigen Fehler gemacht von wegen. Es ist vollkommen okay, es hat halt, es ist einfach, es ist mal ich rede wirklich 64. nur von der, ja, ich rede nur von der technischen Hässlichkeit, nicht unbedingt davon, dass da irgendwie jetzt die Farbmetrik nicht stimmt oder so. Ja, in der japanischen Version oder in der internationalen, ich weiß gar nicht, ist das so seltsam mit diesen Steinblöcken hier. Die haben da nämlich irgendwie Freizeichen als Gesicht oder so. Das ist so seltsam, da ist es wieder. Alter, nicht schlecht. Ich glaube, man darf nur, man gerät sozusagen nur ins Schleudern, wenn man immer noch Gas gibt. Kann das sein? Das kann sehr gut sein. Das macht auch so viel Sinn, weil so sieht es in Mario Kart 64, finde ich, auch immer aus. Man fährt über so eine Banane und dann fangen die so an, die Kontrolle zu verlieren und dann schleudern sie erst. Ah, ich wollte es ausprobieren. Egal, wir finden bestimmt noch eine unterwegs. Wenn du absichtlich eine Banane mitnimmst, klappt es natürlich nicht. Oh, diese Banane. Die würde ich doch gerne mit... Ich unterbreche meinen komedischen Einsatz kurz für die Sternmusik. Oh, ich hasse das Amen hier. Invincible.
And you can't touch me, cause I... Er hat gelacht! Gesicht. Hast du es gehört? Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich fand's ein bisschen eklig. Es ist ein ekliger Typ. Ich finde, die Gesichter sehen so japanisch aus. Wieso sind sie dann nicht in der japanischen Originalversion auch so? Oder ist es irgendwie die Virtual Console-Version von der Wii oder so? Ich weiß ja, dass es da Versionen gibt, wo die irgendwie anders aussehen. Das hat mich sehr irritiert. Ich weiß ja nicht, naja, mehr genau, woran es halt, liegt. Es gibt halt in den neuen Versionen, sind das diese neuen Designs von den Steinblöcken. Es könnte auch sein, dass vielleicht Emulationsfehler ist, dass da auf Emulator das komisch aussieht. Ich weiß nicht mehr. Ab wann gab's die eigentlich, die neuen Steinblöcke? Die mit den Zacken außen dran und dem etwas anderen Gesicht. Ach, das sind die aus Mario World, ne? Ich wollte gerade sagen, die gab's aber, glaube ich, auch schon in Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3, genau. Die ohne Stacheln kamen doch erst mit Mario 64. Die, ja genau, weil sie die nicht umsetzen konnten. Und die hatten dann auch nur so ein ähnliches Gesicht, nicht genau dasselbe. Obwohl Mario Bros. 3 hat sowieso, ein paar wenig Pixel, um diese Gesichter vergleichen zu können. Für das, was ist, sag mal, Bros. 3 für die Plattform unglaublich gut aus. Ah, komm schon, die Banane! Mario Bros. 3... Mega, ich verliere jetzt sowieso, das ist mega. Hält immer noch mit, grafisch, die Banane ist weg. Gefühl. Weil der Stil mit so wenig Pixeln hat ja immer noch seine Daseinsberechtigung. Mario Bros. 3 sieht unglaublich gut aus. Ja. Da, das ist eine Banane gewesen, aber die kann ich nicht reinfallen. Geh aus dem Weg, Toad! Und ein Item hast du auch nicht, du sechster Platz. Egal, ist die letzte Strecke. Mamma mia! Die kosten wir noch aus. Weck dich mit den Geräuschen spielen. Das klang ein bisschen wie aus Sunshine. Ja, das ist so ein Affen. Nein, nicht retry! Ich glaube, den gab's auch bei Mario Paint und bei WarioWare ganz oft. Stimmt, das ist so ein richtig japanisches Etwas. Das ist so ein richtig typisches Nintendo-Geräusch. Gott, wusstest du, dass das eine richtig lange Folge wird hier gerade? Die wird das ist Stunden. Unser Jubiläum, Leute. Ja. Wir sind jetzt schon bei der Stunde. Du willst ja auch nicht schneiden. Und hier der Schnitt. Und hier der Schnitt. Oh nö, hast du vielleicht ein Pflaster? Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den Schnitt. Aua. Warte, was sagt Peach? Klingt ein bisschen wie Olima aus Pikmin. wenn der Pikmin pflückt oder so, wenn er einfach durch die Gegend... Nee, wenn die durch die Gegend laufen, die sagen dann auch sowas wie... Let's die sagen, go! Wenn die was hochheben sagt, oder go. So. Ja, ja, sie sagt, let's go. Das wollte ich hier gerade auch noch mitteilen. Oh, Yoshi's Ready, DK's Jungle! Und Alter, Rainbow Road! Diese Thumbnails sehen so viel vielversprechender aus. Da sieht man richtig, wie es aussehen sollte. Na. Sehr kreativ, also wirklich gut. Die Strecke sieht auch gut aus. Finde ich. Donkey Kong hatte immer die besten Strecken. Ja, oder? Also, ich liebe einfach das Dschungel-Theme, glaube ich. Ich mag auch Donkey Kongs Spiele einfach echt Der gerne. Fucking Dampfer hier. Der ist eigentlich so fehl am Platz. Ja. Wir sind halt hier irgendwo im... Ich wollte gerade Mississippi sagen. Die ganze Strecke Dampfer, hier sieht eigentlich so ein bisschen fehl am Platz aus. Ja. Sie sieht aus, als wäre sie für Donkey Kong Kart, nicht für Mario Kart. Es ist so ein bisschen so das Tarzan-Zeitalter, so... Ich weiß, die so Palmen sind so, irgendwie dass so jetzt plötzlich auf dem Dampfer werden die Affen eher eingefangen als Gäste behandelt. So kommt es mir vor. Was ich ja meinte ist, ich habe das Gefühl, dass von der Farbgebung her und zur Umgebung wie die Palmen aus, dass ich immer das Gefühl habe, dass es nicht ganz sehr der Mario Kart 64-Stil ist. Aber sie sieht so gut aus. Übrigens, bei der Strecke wieder kann man, wenn wir die Triple Mushrooms, warte mal. Du hättest abkürzen können. Was sind denn jetzt? Nein! Nicht laden, warte, wir müssen speichern. Also die Sache war, dass man hier auch eher eine Runde skippen kann, wenn man einfach... Bye, bye. So, warte, wir fahren jetzt mal durchs Ziel. Ich werde es nicht hinbekommen, aber... ich werde es nicht hinbekommen. Du wirst es halt wirklich nicht hinbekommen. So, man kann hier auf jeden Fall einen richtigen Winkel hier gegen... so fährt, gegen die Wand fährt. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie man das macht. Die Pixel werden hier überhaupt nicht verblendet. Ja, nee, so das wie ist, Mario 64. Ich das laden. Hast du das gesehen? Ich weiß nicht, warum ich der Meinung, auch nur eine Sekunde Meinung war, dass ich wüsste, wie ich, dass ich das hinbekommen könnte. Auf jeden Fall, da kann man dann auch die ganze Runde skippen. Oh, und wenn man die Strecke verlässt, was wir gar nicht gemacht haben, noch gar nicht gesehen haben, wenn man die Strecke ein bisschen verlässt, dann wird man mit Kokosnüssen beworfen.
Ach, das ist das, was das oder ist. Oder was auch immer das ist, warte. Es kommt da einfach so eine Stachelbeere aus dem Busch geflogen. Ich dachte immer, das kommt von den Palmen runtergeflogen. Also es kommt scheinbar aus den Wänden. Alter, ich hab dir doch gesagt, hier werden Affen gefangen. Oder irgendwelche damals noch als nicht als Menschen angesehene Ureinwohner werfen hier mit Sachen auf die Was machen die in meinem Amerika? Ah, ja, auf die Kolonialisten. Das, nee, das gehört sieht mir. Mir. Sieht eher nach Afrika aus oder so. Oh Gott, der Dampfer. Mario Kart 64 und seine Strecke über den Sklavenhandel. Ich nehme 3. Und Strecken, Strecken meine ich. Ich nehme 3 Strecken nach der noch. Ist der Sklave gestreckt? Nein, der ist rein. Ich weiß nicht. Kann ich den mal testen? Das war eine schreckliche Zeit. Ja, ja. Mario Kart, was hast du getan? Wieso fahren... Wieso fahren hier Menschenhändler auf dem Dampfer, oh auf dem Fluss? Ich hab nicht so... Irgendwie hat mir ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt. Nein, wirklich. Die Strecke, ich kann sie jetzt gerade mit nichts anderem verbinden als der Kolonialzeit. Sie hat ein bisschen was von Huckleberry Finn. Also von das der Kolonialzeit. Genau, ja, das sieht halt genau so aus. Ich hätte gerne Bacon und Opium. Das hat auch mit Donkey Kong zu tun. Hier werden Bananen noch... Da wird noch Mord und Totschlag um Bananen betrieben. Die Chiquita Company, was macht ihr hier? Hört auf, Donkey Kong seine Bananen zu rauben. War das nicht sogar eine Game Theory? Das ist Mario wieder... ist Kommunist und Donkey Kongs Bananen sind, oder die Kremlins, ja, oder so. Ja, ja, war irgendwie... es, aber eigentlich ist das eine Theorie, die schon sehr viel länger im Internet die Runden macht, das heißt... Es ist trotzdem eine Spieltheorie. Ja. Und dann, ja, mein Gott, klang auch alles soweit relativ plausibel, ich hab's überhaupt nicht mehr im Kopf. War nicht unterhaltsam. Ich, mal ich werde jetzt nicht alles MadPad in die Schuhe schieben. Das ist, passt schon. Gut. Er hat sehr große Schuhe. Ich würde gerne mal in seinen Schuhen riechen. No homo. No homo sollten die Leute wieder anfangen zu sagen. Das wäre lustig. Oder no fetisch. Das würde besser dazu passen. Oder ich sehe dich mehr als ein Bruder oder so. Oder Yes-Fetisch. Hier ist übrigens auch ein sicken Shortcut, wenn man 3 Mushrooms hat. Den, ja, stimmt, das war das. Ja, den könnte Morgi auf jeden Fall schaffen. Und die beste Sache an der Strecke ist... So wie alle anderen Shortcuts, die wir uns vorgenommen haben. Die ikonische Scheiße an der Strecke. Man weiß nicht, was am schnellsten ist, wirklich welcher Weg. Gut, man sieht die Karte. Aber weil die Konsole hier ein bisschen überfordert damit war, wegen den vielen Strecken die Spielerpositionen alle vernünftig zu berechnen, kann man sie einfach nicht richtig sehen. Ja, und im Remake haben sie es einfach gelassen. Da sieht man einfach immer, welchen Platz man hat und plötzlich ist man von Platz 4 auf Platz 8 oder so. Gab es nicht eine Möglichkeit, womit man das sichtbar machen kann? Nee. In diesem Spiel? Oh Gott, ich hab meine... ich wegtauche. Es gibt ein Tacho in dem Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass sie... Ah ja, hier kann man das ungefähr, ja. Und das riesige rotierende Yoshi-Ei. Das meinst du? Ja, das stimmt. Das kann man. Ich hatte Triple Mushroom, warum habe ich die jetzt einfach so eingesetzt? Aber wenn du durch das Labyrinth fährst, siehst du es nicht mehr gut. Ja. Du siehst ja auch auf der Karte ungefähr, oder? Ja, das ist auf jeden Fall relativ cool, dass da links nicht wirklich, immer die Freiheitszeichen angezeigt werden. Das ist so, im Remake haben sie einfach nicht gemacht. Gibt es die Viecher überhaupt noch im Remake? Wo sind die Igel im Remake? Warum sind die Wege so breit im Remake? Sie haben viel, die was Wege das Spiel ausgemacht wirklich, hat. Wirklich, man fällt gar nicht runter im Remake. Ja. Nur bei der Brücke. So, diesmal werde ich versuchen, den Triple Mushmash zu behalten. Die eine Stelle, die du gerade gefahren bist, das war ja die kürzeste, so viel ich weiß. Weil man da über so einen ganz schmalen Grat fährt. Und die, das ist im Remake die einzige Stelle, wo man runterfällt, kann das sein? Ich weiß nicht, ob man im Remake überhaupt irgendwo runterfällt. Doch, doch, da kannst du auf jeden Fall auch noch runterfallen, aber nicht unbedingt im Labyrinth selbst. Erst wenn du wieder raus bist, hatte ich das Gefühl. Wir versuchen es nochmal. Ich weiß, es wird wieder funktionieren, so wie jedes Mal, aber... Es ist das Crab Racer Jubiläum. Nein, es ist kein Jubiläum, eigentlich. Und, man muss aber... Problem ist, dass man Pixel genau... Da ist ein Zaun. Wir feiern... Okay, lassen wir das. Ich wusste nicht, dass da ein Zaun ist. Mit der Scheiße setzt mich nicht auseinander. Echt? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es funktioniert, also lassen wir es halt wirklich. Ja, ja, aber ja. Du kannst jetzt trotzdem mega dick über den Rasen abkürzen.
Here we go. Aber du kannst es auch lassen. Ich weiß nicht, ob sie so weit gereicht hätten. Nee, da ist überall der Zaun. Ich glaube, man braucht auch richtig Schwierigkeit, um darüber zu hüpfen. Oh, ja, da links hätte ich doch entlangfahren können. Dass du die Pilze gut auf dem Rasen einsetzen könntest. Ich bin Zweiter unter Triple Red Shells. Das scheint mir doch ein wenig. Ey, hab den Blitz! Hä? Du bist niemals Zweiter. Oh, klar. Aber es kann sein, dass ich für kurze Zeit jetzt nicht mehr Zweiter war, deswegen ich den Blitz bekommen. Ich dachte nämlich eigentlich immer, dass, ja, dass man anhand der Items immer versucht hat abzuschätzen. Ich hab's ja nicht so oft gespielt, aber das sind die Geschichten, die ich gehört habe. Also ich sehe keinen vor mir, ich müsste jetzt Erster sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, vor allem wenn man im Vierspieler-Modus spielt, ist man ja sehr gleich auf in diesem Labyrinth, würde ich mal voraussetzen. Oh Gott, nein. Das und dann ist es halt besonders spannend. Tod ist, was? Tod ist schon im Ziel? Ja. Deswegen blinkt er auch. Ich dachte vorhin, er ist der Letzte, aber dann dachte ich, nein, der blinkt, das muss der Erste sein. Fuck, ist der weit vorne. Oh, ich habe nicht auf die Karte geschaut. Ich war zweit. Na toll, ich muss mal eben zur Tür. Okay. Hier ist Johnny. Oh, hey. Johnny ist wieder da. Johnny ist wieder da. Die Strecke mag ich nicht. Die mag ich auch nicht so gerne. Weißt du, warum ich sie nicht mag? Sehr ikonisch. Wegen den Fledermäusen. Alle diese Strecken haben... Sie sind so unvergleichbar alle. Kann das sein? Sie sind alle komplett anders. Ich finde das so super. Alle so ihren Charme. Ich meine, es ist auch klar, dass das später ein bisschen schwerer wurde, da keine ähnlichen Sachen mehr zu machen. Aber zum Beispiel, Mario Kart Double Dash hat zwei Strecken mit, die nach Pilzen benannt sind und in einer Großstadt spielen. Ja, bei Double Dash sowieso, weil das Konzept so ist, dass die Strecken alle mehr oder weniger zusammenhängen. Das stimmt. Dass es da ein bisschen ähnliche Szenarien gibt. Bei Double Dash gab es auch, ein paar Strecken, die so ein bisschen aussehen, als würden sie in bei Sunshine spielen. Ja, das wollte ich vorhin nämlich sagen. Ob es bei Mario Kart 8 auch irgendwas Vergleichbares, also irgendwelche Wiedererkennungswerte aus neueren Mario-Spielen gibt. Delfino Plaza Flughafen oder wie auch immer der heißt. Ich wollte gerade sagen, weil bei Double Dash gab... Nein, ich meine für die neueren, die aktuellen sozusagen. Weil es gab bei Mario Kart 8 nicht mehr... Oh Gott. Nicht schlecht, du wärst ins Wasser gefallen. Richtig gut. Nee, da gab es ja kein 3D-Mario. Katzen-Mario und Katzen-Peach als Fahrer. Nee, Tanuki-Mario und Katzen-Peach. Ja, okay, also die Antwort ist eigentlich nein. Was die Strecken angeht, gab es da nicht wirklich wiedererkennbare Orte aus aktuellen Mario-Titeln. Es sind so viele Strecken, Mario Kart 8, ich weiß nicht. Es sind eigentlich genauso viele neue Strecken wie immer. Es gibt immer 16 neue und dann gab es halt noch Downloadable Content. Weißt, welche Strecke ich immer sehr, sehr fantastisch fand? Die wurde in Mario Kart 7 eingeführt. Das ist, die gibt's auch in 8. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber das ist irgendwie, das ist quasi eine Strecke durch das klassische Super Mario Bros. Oh Gott, wo man auch kurz irgendwie... Die ist super. Fliegende Blöcke und sowas auch gibt überall. Röhrenraserei. Ja. Genau, durch die Röhre da. Was machst du denn da? Ich weiß es nicht! Ja, da mochte ich auch die Stelle eigentlich am liebsten, wo die Ziellinie ist und wo man am Ende nochmal lang fährt. Die Röhren von innen selbst sind okay. Aber ich mochte vor allem, dass da diese Büsche waren und die Goombas und das sah alles so ein bisschen. Ich mochte die fliegenden Blöcke davon halt sehr, dass sie einfach da waren und fährt einfach so an ihnen vorbei. Das ist nämlich so eine Perspektive, die bekommt man sonst eigentlich nicht. Die Strecke gibt's in Mario Kart 8 tatsächlich. Ja, sag ich ja, gab's auch Mario Kart 8. Ich habe 7 Jahre nie gespielt. Also nie selber. Och, komm schon! Aber zum Beispiel, dass man in diesem Spiel in Mario Kart, dass man das so ein bisschen die Assets aus Mario 64 wiedererkennt und bei Double Dash einige Sachen aus Sunshine, die Siegerehrung und so, die Palmas. Oh, das war ja alles immer so ein bisschen generationsabhängig. Aber bei Mario Kart Wii gab es das eigentlich auch schon nicht mehr. Da gab es nicht wirklich eine Galaxy-Strecke oder so, nur die Regenbogen halt. Ja, Galaxy-Strecke wäre auch sehr schwer zu machen, generell. Das Konzept von Galaxy wäre ein bisschen zu kompliziert, um daraus eine Strecke machen zu können. Ich finde das halt eigentlich ziemlich geil, wenn es tatsächlich dieses gravitationsmäßige... Ich meine, Mario Kart 8 war auch darauf ausgelegt, dass es eine Galaxy-Strecke hätte geben können. Das stimmt. Weil dieses Feature eine, aus die Mario wirklich Kart 8 im Kreis führt, weil sie um einen Planeten herumführt. Warum haben sie das nicht gemacht? Ich weiß nicht. Das wäre der Shit. Ist es nicht.
Das Konzept mit dem Anti-Gravity-Ding jetzt. Oh Gott. Spring! Oh. Da hättest du rüber hoppeln können. Ich kann nicht neu starten. Oh, ich hasse die Strecke! Warum muss ich überhaupt bei den ersten vier sein, um weiterspielen zu können? Das war früher öfter so. Das ist so fucking nervig, ich bin Achter! Aber. Du willst wenn doch ich sowieso hier einen Turbo hab, dann bringt mir das nichts, wenn ich sonst nur runterfalle. Du willst doch aber sowieso alle Strecken spielen. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, insgesamt Sechster gewesen wärst, hättest du den nächsten Cup auch nicht freigeschaltet. In anderen Mario Karts. Ja, aber ich hätte trotzdem sorry, einen Mogi, aber die Spielewelt ist leider nicht für solche Kackboons wie dich ausgelegt. Die im 100 CCM nicht gut genug sind, es im First Try zu schaffen. Es gibt hier keine OP-Items. Keine so starke OP-Items. Ja, Kackboon, das heißt, wenn man sag ich zurückgefallen ja. ist, ich kann mich nicht einfach, mit... Was soll die Scheiße? Du könntest einfach, gut getten. Kann ich nicht. Ich spiele eine Frau, die kann nicht fahren. Kann ja, ich. Was soll ich jetzt mit dem fucking Golden Mushroom hier? Der ist doch super. Hier sind doch überall Banden. Ich vertraue dem nicht. Du wirst ihn jetzt aber nicht gar nicht einsetzen. Ich werde ihn einsetzen, aber nicht jetzt. Ich höre hier wäre die sichere Stelle gewesen. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Genau so finde, einfach nach vorne durchkommen. Alles cool. Ich finde, wir konzentrieren uns jetzt rein auf dein Fahrgefühl. Tut mir leid, auf was soll ich mich sonst konzentrieren? Lass uns bloß nicht mehr auf Top. Nein, ich meine mich. Ich rede jetzt. Ich werde jetzt nur noch beurteilen, wie du fährst, damit du auch ja keinen Druck hast. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Achso, das ist ihre Stimme. Here we go. Mein Gott, nein. Peachy! Oh, du Vollidiot! Und die letzte Runde und ich bin Fünfter, Sechster? Sechster? Ich wäre übrigens durchgedreht. Und ein Fehlstart, das kann man auch nochmal zeigen. Siebter, Achter. Und Achter! So muss das. Jetzt musst du alles von vorne machen. Was ist denn das für ein Grummeln im Magen? Oh, das ist wohl der Hungerstod, der an meine Tür klopft. Nein, Hungertod, ich bin gerade nicht da. Geh bitte wieder. Okay, was, wie ich dir antworten kann, wenn ich gar nicht da bin? Oh nein. Okay, jetzt ist es. Jetzt ist es soweit. Okay. Ja, Tod ist schon mal aus dem Weg geschafft. Der schafft es überhaupt nicht mehr, an dich ranzukommen. Mushroom! Sogar dritter Platz. Alter, wo sind denn die ersten beiden? Meine Fresse. Ich hab keine Ahnung, ist mir egal, ich hab's geschafft. Für die erste Runde 1 Minute 6 Sekunden. Das ist eine lange Zeit für eine Runde. Mann, 100 CC. Gott, im Großen und Ganzen ist jetzt jeder Versuch hat hier nur 3 Minuten, nicht mal 3 Minuten gedauert, aber gefühlt war es so viel länger. Ich hasse diese Strecke. Was haben wir als nächstes? Ach ja, oh mein richtig. Gott, das wird ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Das dauert jetzt ein bisschen. Versuch die Abkürzung zu nehmen. Das ist mich verarscht. Muss ich jetzt zack, und dann darüber fliegen. Oh, nein, das funktioniert so gar nicht. Zu einer anderen Stelle, man muss. Nein, oder? Das ist nicht. Okay, kann sogar sein, sicher, es gibt zwei am Start. Es gibt auch einen, wenn man Bowser links neben sich hat, von dem kann man sich dann schubsen lassen. Dann kann man da irgendwie dann auch da super weit springen. Aber Rainbow Road, also, ich mochte die Strecke damals, inzwischen finde ich sie schrecklich. Ich weiß, dass was ich meine, ist etwas, was man eigentlich, wenn man irgendwann recht gut spielt, tatsächlich macht. Ach so, ja, okay, ja, ich meine was anderes. Ja, ja, ich weiß jetzt, wie du meinst, okay, ja, ja, ja. Einfach, weil die Strecke sonst zu lang ist. Ich mochte immer die Sternzeichen. Das ist die einzige unterhaltsame Sache in der Strecke eigentlich. Die Kettenhunde haben auch was. Naja, weil sie ein bisschen unnötig, warum sind da Kettenhunde? Ja, warum sind da Kettenhunde und fressen die... Alter, das Remake von der Strecke. Es geht nur eine Runde und das ist... Ich erkenne das ja überhaupt nicht wieder. Ja. Ich habe diese Strecke ja wirklich sehr selten gespielt. Und die Mario Kart 8 Strecke sieht ja überhaupt nicht so aus. Also, dass sie sich nicht so aussieht, ist okay, aber... Ich erkenne nicht eine Kurve. Ja, es ist... Weil das Remake geht die ganze Zeit so auf und ab und so... Weißt du, was das Langweiligste an der Version von der Strecke hier ist? Dass hier überall noch so diese Banden sind außenrum. Man kann einfach ja, nicht runterfallen. Man kann in der Regenbogenstrecke nicht runterfallen. Es gibt andere Strecken, wo man runterfallen kann.
Aber die Regenbogen ist komplett unfallgesichert. Ja, es ist passiert einfach nichts dieser Strecke. Kannst du mal weggehen, Donkey Kong? Alter, jetzt da kommt der Dicke auch noch. Lass mich doch mal in Ruhe. Kam das Sicherheitsamt und hatte die Geländer geprüft. Nee, also das geht nicht. Bei einer Höhe von mindestens 2 Metern ist ein da Geländer auf jeden Fall schon nicht. Warum überholen die mich die ganze Zeit? Jetzt geht doch weg! Eine Bühne ab 80 Zentimetern braucht, glaube ich, schon ein Geländer. Da kam Nintendo einfach nicht davon, indem sie tausende von Kilometern in der Luft einfach kein Geländer machen wollten. Manchmal reicht die Ausrede, versuch's. Was, so? Ja, so. Ich... Ja. Vergiss es. Jetzt kannst du es eh nicht mehr. Du musst das im Fahren machen. Oh mein Gott, was ist das? Johnny, was passiert hier? Du bist bloß runtergefahren. Das passiert, wenn man mit einem... Hast du schon mal in einem Wagen mit einer gelösten Handbremse an einem Hang gestanden? Ich bin aber vorwärts gefahren gerade eben. Nein. Nein, ich habe A gedrückt. Ja, aber das hast du dir eigentlich... Du bist trotzdem runtergerollt. Ja, weil das war seltsam. So viele seltsame Dinge, die hier geschehen. Das ist crazy. Wir finden Dinge über das Spiel heraus, von denen noch niemand wusste. Außerdem, wir sind bei 3 Minuten und haben bereits Runde 2 angefangen. Ist das hier Rainbow 3? Oh, die ist so lang, diese Strecke. Die ist wirklich ewig lang. Und du verkackst. Ist mir auch egal. Also wenn du sowieso nicht Erster wärst, können wir auch nach der 2. Runde abbrechen, weil das ist die letzte Nein, ich Strecke. Werde Erster. Wir haben... Ich werde Erster, habe ich gesagt. Unsere Completionist-Philosophie war bisher Nein, ich werde Erster. Ja, ist ja nur die letzte Strecke, können wir auch abbrechen. Fucking Bowser und Donkey Kong. Alter, wie hast du sie genannt? Sternzeichen? Was? Diese Neonröhrenzeichnungen, die hier am Rand manchmal auftauchen. Sternzeichen wären Fehler hinsichtlich der falschen Begriffe, aber es kann sein, dass ich sie so genannt habe, ja. Ja! Oh Gott. Die sind aber wirklich ziemlich cool. Es ist die Sache, die uns damals immer daran unterhalten hat. Wir haben uns das angeschaut, wir dachten uns so, oh, das ist so cool. Im Nachhinein, ich wundere mich wirklich, warum wie Rainbow Road so populär werden konnte, weil es ist halt wirklich eine arschlangweilige Strecke. Es passiert nichts. Ich meine, sie sieht ganz nett aus, aber sie ist so lang. Wie sie so populär sind, das ist nicht, also das ist auf jeden Fall ein... Alle mögen Rainbow Road. Ja, aber das ist doch nicht die eine, die gibt's doch in jedem Spiel. Ja, das ist die eine aus N64. Ja, das ist wahr, das hast du gut erkannt. Ja, jeder mag... Rainbow Road wurde eigentlich so bekannt, weil sie so schwer... Ja. Also, oh Gott! Nicht schlecht. Das hättest du fast geschafft. Ich wollte doch Erster werden. Ist die Frage, wo du jetzt aufgesetzt wirst. Oh. 7. Und die Kamera ist im Boden. Okay, das war ziemlich gut. Das würde ich gern wieder machen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Die Strecke ist nicht darauf ausgelegt, dass man runterfallen kann. Du erinnerst dich an die Geländer. Ja, das stimmt. Und da kurz vom Ziel gibt es auch eine Stelle, wenn man da mit Green Shells, wenn man die einfach gegen die Wand erhaut und sich damit dann selbst trifft, damit man da rüberfallen kann, kann man damit dann direkt eine Runde skippen. Das werde ich euch ja jetzt zeigen. Hast du den gesehen? Nicht schlecht, das war ein Stucker. Auch Sturzkampfflugzeug. Oh Gott! So funktioniert es auf jeden Fall, dass man sich dann da auch rübersteuern kann, indem man sich selbst trifft mit den Green Shells. Nur nicht an der Stelle, so. Weil warum sollte man das hier machen? Das ja, das ist Sinn. Ein bisschen übertrieben. So krass bin ich dann doch noch nicht. Ich glaube, so krass wirst du auch nicht. So krass werde ich nicht. Oh Gott. Hey, du kannst gar nicht wissen, wie krass ich werden könnte. Ich weiß nicht. Ich kann mir aber so ungefähr Gedanken machen und mir denken, hey, das ist ein Ausmaß an krass, das Johnny nicht erreichen wird. Weißt du, wie man sagt? Es waren Erkan und Stefan und der Film hieß Der Tod kommt krass. Ja, so krass. Ich hab den gesehen. Ja, auch. Ich hatte den auf DVD, glaube ich. Aus irgendwelchen Gründen. Fucking Erkan und Stefan. Dann gab es noch irgendeinen Film, bei dem sie aus irgendeinem Grund nach einem Xbox-Controller gesucht haben, damit sie damit Lara Croft steuern können. Das war verwirrend. Ja, das waren die Topical Jokes aus den 2000. Ich glaube, es gab die Tomb Raider für die Xbox. Stimmt. Das kann sein. Oh, was diese Strecke auf jeden Fall
sehr ikonisch etabliert hat, ist natürlich die Musik. Das ist die beste Regel. Ich bin Erster! Du bist wirklich Erster. Ich habe doch gesagt, dass ich Erster werde. Er hat doch gesagt, dass er Erster wird. Ich hab's gesagt und ich schließe es damit ab. Mit dem ersten Platz. Verdammte Scheiße, ich bin so fucking gut. Okay, Leute, das war die längste Crab Racer-Folge, die es jemals geben wird. 6,5 Minuten. Oh, Rainbow Road. Ja, die Crab Racer-Folge war 6,5 Minuten. Ich will noch meinen Pokal bitte an mich nehmen. Nein, das gönne ich dir nicht. Nein, das ist mir egal, was du mir gönnst und was nicht. Ich möchte dir zahlen. Du hast die gesamte Mario Kart-Gameplay-Szene beschmutzt. Weißt du das eigentlich? Die Mario Kart-Gameplay-Szene? Ja. Wovon weißt du uns bitte nicht mit der Mario Kart-Fahrerszene? Nein, ich meine tatsächlich die Szene, die man in OBS nach Gameplay benennt. Ich benutze XSplit. Oh. Oh, dann nehme ich alles zurück. Oh, das ist mein Joke sehr. Oh, hast du tot da hinten stehen gesehen gerade? Ja. Bei ihm hat sich das Treppchen gereicht. Man sieht ihn auch so ganz träumig im Hintergrund stehen. Die fahren, ich glaube, das liegt daran, dass wenn man tatsächlich so einen Cup verliert, oh, warum haben wir das nicht gezeigt? Dann steht man hier irgendwo in der Nähe und guckt sich die Siegerehrung von entfernt yeah. an. Wenn man auf dem vierten Platz ist, genau. Ja, das kann gut Weil sein. Weil der vierte Platz reicht ja immer aus, um eine Strecke weiterzukommen. Aber wenn man im Endeffekt nicht Dritter ist, dann steht man hier. Ich glaube, es hätte sich für uns hätte sich die Möglichkeit gar nicht ergeben. Oh, der arme Toad. Hey, Peach. Nee, wir waren entweder komplett raus oder halt auf dem Treppchen. Ich will schauen, was es für Optionen gibt. Aufregend. Mach einfach Erase All Data, das passt schon. Es würde halt absolut keinen Unterschied machen. Aber gut, das war die Crab Racer-Folge zu Mario Kart 64. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und das war ein Spiel, das länger geht, als ich gedacht hätte. War die beste Folge. Ja. Es kommt mir vor, als wäre diese Strecke in einem anderen Leben gewesen. Ja, es ist wirklich sehr lang, ja. Okay, bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Schlaf gut.